Wie gut ist das Creative Mud Wax von ID Hair? Starten wir mit der Verpackung. Wir haben hier eine graue Plastikverpackung, einen grauen Plastiktiegel, der jetzt nicht gerade wertig aussieht. Und auch was die Informationen angeht, wir haben hier die nur notwendigsten Informationen auf der Verpackung drauf. Keine weiterführenden Informationen, die irgendwie hilfreich sein könnten zum Produkt. Also von daher an dieser Stelle auf jeden Fall Punkt Abzug. Kommen wir zum Geruch. Wir haben hier einen angenehmen, frischen Geruch, der mir so ein bisschen Schwimmbad-Vibes gibt. Also angenehm, frisch und nicht zu aufdringlich. Die Inhaltsstoffe. 70% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 30% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt mit einem mittleren bis starken Halt. Das Produkt soll ein flexibles Wachs sein und man soll auch einen schönen Matteffekt bekommen. Ob das wirklich hier drin ist, das finden wir jetzt heraus. Meine Vorher-Frisur vor dem Styling sieht aktuell wie folgt aus. Machen wir weiter mit der Konsistenz. Von der Konsistenz her haben wir hier weniger ein Wachs, sondern viel eher eine Creme. Das passt an dieser Stelle wesentlich besser. Aufgrund der sehr, sehr cremigen Konsistenz lässt sich das Produkt wirklich ideal in den Händen verteilen. Nach kurzem Verreiben ist das Produkt wirklich schon rückstandslos in den Handflächen verteilt. Machen wir weiter mit dem Styling. Ich habe meine Haare vorab erstmal ein wenig pre-gestylt. Und zwar habe ich meine Haare etwas angefeuchtet, ein, zwei Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet und habe dann eine Rundbürste dazu genommen, weil meine Haare aktuell wirklich sehr kurz sind und habe dann mit der Rundbürste und einem Föhn meine Haare auf mittlerer Stufe erstmal ein wenig in Richtung geföhnt, damit ich es beim Styling gleich einfach ein bisschen einfacher habe. Grundsätzlich finde ich das Styling und die Handhabung von dem Produkt an dieser Stelle vollkommen okay. Hätte ich kein Pre-Styling gehabt, dann hätte es für meine Haare wahrscheinlich nicht ausgereicht, aber so mit leichtem Pre-Styling bin ich vollkommen zufrieden. Meine Nachher-Frisur nach dem Styling sah dann wie folgt aus. Machen wir weiter mit dem Halt. Es wird mit einem mittleren bis starken Halt geworben. Das kann ich an dieser Stelle allerdings nicht bestätigen. Ihr bekommt an dieser Stelle einen leichten bis maximal mittleren Halt. Deshalb habe ich an dieser Stelle auch nochmal mit Haarspray nachgeholfen. Kommen wir zum Finish. Der Hersteller wirbt mit einem matten Finish und das bekommt ihr auch an dieser Stelle. Das passt. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Zur Auswaschbarkeit, ihr bekommt das Produkt auch nur mit Wasser aus den Haaren herausgewaschen. Das ist an dieser Stelle kein großartiges Problem. Und zum Preis, ihr bekommt das Creative Mud Wax von ID Hair und zwar 85 Milliliter davon für 16 Euro und das ist an dieser Stelle ein sehr, sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Für wen ist das Produkt jetzt geeignet und kann ich persönlich das Produkt weiterempfehlen? Also das Produkt ist grundsätzlich für Leute geeignet mit feinen bis normalen Haaren, die einen maximal mittleren Halt benötigen und auch ein schönes, natürliches, mattes Finish wünschen. Leute mit dickeren Haaren, wie ich zum Beispiel, die werden mit dem Produkt jetzt nicht unbedingt happy werden, weil dieses Produkt einfach nicht genügend Power hat. Grundsätzlich kann man dem Produkt aber auf jeden Fall eine Chance geben. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Das Creative Mud Wax von ID Hair bekommt all in all 36,5 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.